Emis, du schon wieder? Wie jeden Montag. Kannst du mir noch mal erklären, was ein Unicorn ist? Unicorn, das ist etwas ganz Seltenes. Auch in der Tierwelt ist ein Fabelwesen, kommt ganz selten vor. Und in der Startup-Welt nennt man das ein Jungunternehmen, was das erste Mal eine Bewertung von mindestens 1 Milliarde Dollar hatte. Und die Gründer, die das geschafft haben, sind natürlich die Größten. Danke. Tschüss. Einen schönen Montag noch. Unicorn ist natürlich so etwas Tolles, dass ich gern darüber noch länger spreche. Sein Startup hat eine Bewertung bei der ersten Runde, meinetwegen 5 Millionen Euro oder 5 Millionen Dollar. Ein paar Monate, ein paar Quartale später 30 Millionen. Wenn das richtig gut läuft, die Umsätze stark steigen, die Margen attraktiv sind, wollen viele Investoren rein, dann geben sie vielleicht 40, 50 Millionen auf einer 200 Millionen Bewertung. Und irgendwann, ganz selten, der große Augenblick, die Bewertung ist über 1 Milliarde Dollar. Das ist also ein Unicorn. Unicorns sind ganz selten. Weltweit gibt es Millionen Startups, aber selbst in den USA nur 233 Unicorns, im großen China 227, in Deutschland 10. Insgesamt auf der Welt von Millionen Startups nur 590 Stück im letzten Jahr 2020. Ein Unicorn wird man nicht mit einem ganz normalen Startup-Geschäftsmodell. Man muss einen Riesenmarkt haben. Die Steigerungsraten gehen sowas von steil. Eigentlich machen da schon die Kundenwerbung für die Startup, die zahlenden Kunden oder die User oder die Geschäftskunden bei B2B-Geschäftsmodellen. Manchmal wird man auch gefragt, oder ich, ist das eine Blase? Ja, es gab auch Unicorns, die wieder zerplatzen, die dann auf einmal weniger wert sind als 1 Milliarde oder sogar pleite gegangen sind. Also dann zeigt sich, ist dieser Riesenwachstumsanstieg nachhaltig, und dann sind vielleicht unter diesen Unicorns ein neues Apple oder ein neues Amazon. In diesem Jahr, im Februar, hatte ich mein erstes US-Unicorn. Modern Health. Wir sind eingestiegen auf einer 12 Millionen Postbewertung. Also nach der Kapitalerhöhung war das Unternehmen 12 Millionen Dollar wert. Und im Februar 2021 ist Peter Thiel mit Founders Fund eingestiegen auf einer Bewertung pre, also vor der Kapitalerhöhung, von 1 Milliarde 170 Millionen Dollar. Das ist so selten, da muss man schon drauf anstoßen.